Hey Leute, willkommen zurück bei Lee Dangerous. Beim letzten Mal haben wir, ja, ist nicht so viel passiert. Gar nichts. Allerdings waren wir noch mal ein bisschen am Rumbasteln und ich habe jetzt noch ein Feldwartungsmodul gefunden. Das können wir einbauen. Das ist zwar nur eine Klasse 1, Wertung D. Kommen wir halt auf 15,55 Megawatt Verbrauch. Kostet nur 30.000, aber ich bin mal interessiert, ob es das die Module oder ob das die Module halt auch so ein bisschen schön repariert. So, da können wir doch wahrscheinlich Frachtluke, Frameshift, Kraftwerk geht nicht. Okay, das kann man hier auch nicht auswählen. Hier ist alles okay. So, das repariert ja dann irgendwie automatisch die Module, ne? Da müssen wir nichts mehr für zahlen. Hier gibt es ja auch, haben wir ja beim letzten Mal noch gesehen, die Ferdelance. Wo ist er denn gleich? Hier ist er. Kostenpunkt 102 Millionen. Ein bisschen ausgestattet zum Händler. Weiß ich nicht, vielleicht 120. Ungefähr, könnte ich mir vorstellen. Mal schauen, ob wir uns die mal irgendwann leisten. Bin ich mir echt nicht so sicher. Aber ich denke schon. Wenigstens. Ach, guck mal, das hier oben können wir auch drehen. Das ist ja lustig. Aber irgendwann werden wir das auf jeden Fall. So, jedenfalls geht's jetzt erstmal los. Denn ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir holen uns mal ein bisschen Spaß hier bei so einem Rohstoffabbaustandort. Denn da wird hier meistens auch ein bisschen gekämpft und hier waren ja schon. Ne, das war noch in dem System davor. Ne, doch, das war hier, genau. Wir haben noch hier. Ah, oh, gegen wen hatten wir denn gekämpft? Das war eine Eagle, glaube ich. Ne, eine Viper war das. Genau, und für die hatten wir ja 16.200 Kopfgeld bekommen. Doch, das war beim letzten Mal. Da war beim letzten Mal nichts passiert, sondern nicht viel. Nur ein kleiner, netter Kampf. Die hatte zwar ein gutes Schild, aber letztendlich nicht gut genug. So, düsen wir mal da hinten hin. Hoffentlich können wir da ein bisschen schön rumfighten, das würde mich freuen. Also macht wirklich Spaß. Und trotzdem, die nur die zwei Aufhängungen hat, ihr seht ja, die knuspert die gut weg, die Gegner. So, können wir schon? Ja, wir können schon in den Frameshift gehen. Da wollte ich mal gucken, ob sie da nochmal was verändert haben. Das waren ja vorher immer so um die 5,5 Kilometer, bevor man dann in den Frameshift oder in den Hyperschraubensprung gehen konnte. Ob das so geblieben ist oder ob sich da was getan hat. Mal drauf achten irgendwann. So, wir sind auch gleich da. Es ist ja nicht weit. 20 Lichtsekunden bloß entfernt. Als wir allerdings rein sind in das System, hat es mir doch deutlich mehr Abbaustandorte angezeigt. Ach, wahrscheinlich hier unten bei denen. Genau, okay. Okay. Wir brauchen ja noch einen kleinen Moment. Ist wieder ein Ringplanet, logisch. Hey, wartet mal. Da gehe ich mal ganz kurz auf Nullschub. Felsig, reich an Erzen. Felsig, vereist. Und hier sind wir bei felsig und vereist. Na gut, da ist vielleicht nicht so viel los, oder? Gucken wir mal. Vielleicht trotzdem der ein oder andere Pirat unterwegs. Kommandant der Welt ist jetzt online. Nabend. In dem Sinne. Können wir direkt drauf zusteuern. Uns haut es eh aus dem Frameshift raus. Wenn wir zu nah dran sind. So. Sind zwar noch 60 Kilometer, wie ich gerade sehe. Ist aber egal. Ja, da knarrt das Ding ein bisschen rum. Macht aber nichts. Boah, das sieht so herrlich aus. Ich gehe kaputt. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen ranboosten. Können wir mal durchs Asteroidenfeld fliegen. Schade, dass es nur vereist ist hier hinten und felsig. Ich hoffe trotzdem, dass hier ein bisschen was los ist. Wir hatten ja schon teilweise echt schöne Planetenringe, wo dann einiges los war. Kampftechnisch. Oh, hier unten haben wir jemanden. Was haben wir da? Oh, eine Python. Oh, das fehlte mir gerade wieder. Ups, sorry. Das war die verkehrte Taste. Zumeist harmlos, ist auch sauber. Oh, hier hinten haben wir gleich den nächsten. Kurz gedreht. Ja, hier, ey, Alter, wie kann man denn als Python ohne Schild rumfliegen? Leute, kompetent, auch sauber, der baut da fleißig dran rum. Wir beschützen euch nur, keine Angst, wir wollen euch nichts Böses.
Naja, fliegen wir mal weiter. Nicht, dass die Python jetzt hier ein bisschen stumpf macht. Knittert wieder hier, knarzt wieder. Ah, nee, guck mal, die baut da hinten auch rum. So, wir wollen ja immer noch da hinten hin. Sicher, die können hier überall abbauen, aber... Achso. Aber da hinten ist halt dann trotzdem immer noch ein bisschen mehr los, wenn man da nah ranfliegt, so im Umkreis von irgendwie 10 Kilometer oder so. Ist auch geil, hier einfach mal so schön mittendurch zu fliegen, nah dran vorbei. Hohoho, da gehen schon die Alarmleuchten an. Na sowas. Braucht doch keine Angst zu haben vor uns, das Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal irgendwo dagegen geflogen bin. Ah, 30 Kilometer nur noch. Ich booste schon die ganze Zeit, damit es ein bisschen schneller geht. Wir sehen hier unten auch ein kleines bisschen, sehe ich jetzt erst. Da haben wir nochmal drei kleine Fenster. Da hinten wird fleißig abgebaut. Ja, wir kommen näher. Wundert mich, dass wir es auf die Entfernung schon sehen. 16 Kilometer. Gut, die könnten auch näher dran sein oder eventuell ein bisschen weiter weg. Okay, da wird fleißig abgebaut. Da vorne ist auch noch einer vor uns. Dann dort links ist der andere. So, immer weiter. Gleich sind wir da. Ja, die scheinen ein bisschen näher dran zu sein. Zumindest der linke. So, jetzt können wir schon mal durchschalten. Ob wir hier ein paar finden. Die, die abbauen, die sind eigentlich... Oh, guck mal, die sind in einem Wing unterwegs. Die sind nicht gesucht. Kenne ich so zumindest nicht. Vielleicht haben wir mal Glück, aber ich glaube es nicht. Das sind drei in dem Wing, also muss hier noch irgendwo einer rumschweben. Geh doch mal weg da oben, du blödes Chatfenster. Eine Sidewinder haben wir noch, guck mal. Jetzt ist ganz schön was los unten auf dem Radar. Zumeist haben wir das Linton Christopher White. Ah doch, ist doch, doch im Wing. Ganz schön viele Wings hier. Ohne ASP. Ja, damit würde ich mich gerne anlegen. Ach, guck mal, was hier jetzt los ist. Wo ist er denn da hinten? Kompetent. Noch eine ASP. Hier ist aber echt viel los, oder? Oh, wird da hinten gekämpft? Nee. Okay, das war bloß ein Abbaulaser. Schiff der Systembehörden gefährlich. Allerdings wahrscheinlich auch wieder sauber. Eine Python. Mit der... Oh, 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 oh. Auf wem schießt... Schießt die auf die... Oh, eine Python. Wie eine Anaconda. Geil, geil, geil. Uhuhu. Mahlzeit, Anaconda. Oh, da freue ich mich. Mittlerweile geht da ein bisschen mein Herz auf. Huhuhuhu. Sonst habe ich mich ja immer ganz, ganz schnell nass gemacht dabei. Oh, die kracht fast gegen den Felsbrocken dort. Ja, Schilde sind weg, Fräulein. Unsere allerdings auch gleich. Ich muss mal ein paar Düppel werfen und versuche mal hinter die zu kommen. Damit sie uns hier nicht unser Schutzschild wegflexen. So, die geht aber gut runter. Wir ballern echt einige mit drauf. So, ich mach mal kurz unser Schild klar. Ich möchte nicht unbedingt eine Schildzelle ziehen. Ein bisschen gucken, wie wir fliegen. Am besten genau hinter die kommen. So ist ganz gut. So können wir noch ein bisschen Stoff drauf geben. So, wie sieht es mit dem Schild aus? Ja, das verliert immer mehr. Aber
obwohl ich schon mehr Energie verteilt habe auf das System. Okay, wenn der nächste Ring hellrot wird oder mehr angekratzt wird, dann zünde ich eine Schildzelle. Aber ich würde es gerne vermeiden, wenn das geht. Gegen Parry. Oh, scheiße. So, jetzt mal unten durchgeboostet. Probieren wir es so, würde ich sagen. Das sieht ganz gut aus. Schild kann sich kurz erholen. Unseres. Vielleicht kriegen wir sie tot, bevor sie ihr Schild selber aufbauen kann. Ah, kurze thermische Überladung, dadurch, dass die Energieverteilung nicht auf die Waffen ausgelegt ist. So. Macht hier echt eine Anaconda-Stunke. Ich fasse es nicht. Vor allem sind hier übrigens viele Leute unterwegs, auch Systembehörden. Gebe ich wieder ein bisschen mehr auf die Waffen. Reicht mir jetzt, ich will die tot kriegen. Die anderen machen anscheinend nicht ganz so viel Schaden, deswegen müssen wir da erstmal ein bisschen aushelfen. So, das sieht doch ganz gut aus, oder? Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass unser Schild zumindest heile bleibt. Oh ja, oh ja. Wir haben ja das Feldwartungsmodul drin. Das dürfte uns ja eigentlich nach und nach so ein bisschen reparieren. So, 27% hat sie noch, ein Viertel ihre Hülle ist noch da. Allerdings ist das Schutzschild gleich wieder voll. Deswegen warte ich mal kurz, dass wir ein bisschen Hitze verlieren. Und jetzt zünde ich doch noch eine Schildzelle. Ich hoffe, das klappt noch. Puste mal kurz weg, dass er uns nicht erwischt. Nochmal ein paar Düppelwerfer hinterher. So, jetzt kommt die Schildzelle langsam durch. Jetzt rotzen wir der das Schild wieder weg. Prozent hat sie noch. Ja, 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 ist okay. Irgendein paar Module haben wieder Schaden bekommen, aber wie gesagt, diese komische Feldwartungseinheit, die wir uns da drunter gebaut haben. Scheiße, ich will nicht noch eine Schildzelle ziehen. Ich weiß, ich bin sehr, sehr nah dran, aber ich mag das eigentlich, sehr nah am Gegner zu sein. Ja, 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 komm, sie hat nur noch 5%. Das werden wir doch noch schaffen, ohne dass er uns das Schild weghaut. So, komm schon. Die Hülle wird übrigens nicht repariert durch das Feldwartungsmodul. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yeah! 38k. Geil! Boah, Glück gehabt. So, ich gebe mal kurz auf System ein bisschen Energie. Und dann können wir mal gucken, wird das hier repariert oder muss ich das irgendwie anstellen? Düppelwerfer. Wie sieht es denn hier oben aus? Die Schubdüsen. Ach ja, jetzt wird es repariert. Ach, guck mal an. Das muss ich anklicken mit Leertaste und dann läuft hier irgendwas runter. Ich kann es leider nicht komplett sehen, was hier steht. Ach, das ist ja super. Die Schubdüsen werden repariert. Was haben wir noch? Die Strahlenlaser können wir auch mal reparieren. Was haben wir noch? Das Ding kann sich auch anscheinend selber reparieren. Das ist ja lustig. Geil, das hört dann auch automatisch auf. Was hatten wir noch? Den Strahlenlaser. Das ist ja super. Da wird das halt mal eben nebenbei repariert. Repariert sich selber? Nee, das geht nicht, oder? Nee, macht nichts. Das wär sehr lustig. Ah, hier oben ist noch der andere Strahlenlaser. Achso, die müssen wir dann auch wieder einschalten, sehe ich gerade. Ich hatte das Feldwartungsmodul ausgeschaltet. Achso, die werden auch automatisch deaktiviert, solange die repariert werden. Aha, okay. Werden wir angegriffen? Nö. Wollte gerade sagen. Aber das Schild lässt sich ein bisschen Zeit. So, gucken wir mal weiter. Wen haben wir hier noch? Eine Cobra. Haben wir alle schon, haben wir schon, haben wir schon. Eine Igel. Ja, die Systembehörden nochmal. Oh, nochmal eine Anaconda. Hm. Naja, theoretisch. Eigentlich... So abgeneigt wäre ich. Oh. Ach, nennt mich verrückt. Legen wir uns direkt mit der nächsten an. Ach geil, die hat nur noch 12%. Da ballern wir mal mit. Ich glaube nicht, dass wir dafür noch Geld kriegen, aber dann helfen wir den anderen wenigstens. Das ist ja auch schon mal was. So, also dafür wird es wahrscheinlich keine Credits geben.
Hoffentlich lässt du uns in Ruhe. Ist auch ein Neuling. So, 2% noch. Müssen wir kurz warten wegen der Überhitzung. So, jetzt hat sie sich uns gut zugedreht. Danke dafür. Und dann ist sie gleich weg. Oh, oh, nicht so nah ran. Oh, das wird ein schönes Feuerwerk. Hohoho. Ey, geil. Wir haben doch das Kopfgeld bekommen. 32.000. Ich glaube, die haben auch tatsächlich die Kopfgeldsummen erhöht, die man bekommt. Eine Adder. Wo ist denn die Adder? Ich sehe, ey, da unten ist so viel los. Ich sehe es gar nicht hier von irgendwo. Da ist er. Auch in einem Wing unterwegs. Hier noch ein Sidewinder. Wahrscheinlich auch im Wing unterwegs. Oder? Ja. Eine Cobra. Experte. Rumia. Auch im Wing unterwegs. Wen haben wir noch? Noch ein Sidewinder. Ich sehe es gar nicht. Ach, hier vorne. Alle sauber, sagt mal. Ihr Streber. Anthony Oldham, Meister. Noch ein Typ 6 Transporter. Also bisher hat es sich echt gelohnt, dass wir... Oh, jetzt habe ich den weggeklickt. Na, ist egal. Oh, guck mal, ein föderales Abwurfschiff, mit dem haben wir uns auch noch nie angelegt. Ja, das ist gesucht. Geil. Oh, die sind in einem Wing unterwegs. Ich hoffe, die anderen beiden greifen uns jetzt nicht mit an, aber das scheinen nur zwei Sidewinder zu sein, oder? Oh doch, die greifen uns an. Das sind zwei Sidewinder. Dann versuchen wir, die erstmal auseinanderzunehmen. Irgendwie. Scheiße. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht übernommen, aber die dürfen ja relativ schnell platzen, die Sidewinder. Gerade wenn jetzt noch mehr mit drauf gehen. Ich fliege jetzt erstmal so ein bisschen wild umher, damit die uns hier nicht komplett alle drei beschießen können. So, Nummer 1 ist weg. Das föderale Abwurfschiff meine ich nicht. Ich meine, ich möchte gerne die Sidewinder haben. Genau die. Ja, die richten Gott sei Dank keinen großen Schaden an uns aus. Okay, guck mal, diese Sidewinder, die ist noch ein bisschen... Die geht noch ein bisschen schneller down als die erste. So, wunderbar. Das hat sich für dich dann auch schon mal erledigt. Und da haben wir das föderale Abwurfschiff. Uiuiui, das kam direkt auf uns zugeflogen. Meine Fresse. Ich habe jetzt die Energie nicht hundertprozentig auf die Waffen gegeben, denn ich denke, so reicht es auch, wenn ich da plus 3 Punkte drauf gebe und anderthalb auf System und auf den Schub. Ich denke, damit kommen wir auch ganz gut zurecht. Ich blende dich. Hab mal kurz unsere Nebelleuchten angemacht, oder wie es heißt. Oder unser Abblendlicht, unser Standlicht. Bisschen wie Bergbau gerade. Ach, leck mich. Gib ich halt doch die ganze Energie da drauf. Ja, ich bin mal kurz weggeboostet, damit sich einfach mal die Strahlenlaser kurz auch erholen können. Okay, jetzt hat er wieder Schilde. Gleich hat er sie nicht mehr. Oh, wir müssen ranboosten. Okay, jetzt kommt er wieder auf uns zugeflogen. Hat er keine Waffen dran oder was ist los? Ich hoffe, der überrascht uns nicht, wie letztens hier das eine Mal die Python ins Windschutzscheibe rausgeholt hat. Doch, der hat auch ein paar Waffen dran, aber irgendwie nichts Gescheites, oder? Oder zündet er erst seine 8 Raketenwerfer, wenn wir kurz bevor wir einen Down haben. Da kommt schon. Ach, guck mal, das war schon. Geil, Alter. 20.000. Nee, 30.000 sogar. Ich gehe kaputt. Boah, 122 haben wir hier schon gemacht. Das ist ja unfassbar. Oh, hier vorne, guck mal. Eine Anaconda. Oh, ich weiß nicht. Alter, die sind alle gesucht. Ach, scheiß drauf. Ach, guck mal, die hat nur noch 60%. Oh, da haben wir Glück gehabt. Vielleicht kriegen wir auch hier wieder das Kopfgeld mit. Das wäre natürlich super. Oh, guck mal, wie viel da drauf ballern. Oh, 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 oh. Trotzdem vorsichtig, auch wenn sie nur noch wenig Prozent hat.
Nicht, dass er uns trotzdem nochmal mit ihrer riesen Aufhängung, mit ihrem Plasma geschützt erwischt, dann war es das. Nochmal eben 22k abgegriffen. Alter, was ist denn hier los? Ich gehe kaputt. Haben wir noch irgendwas Potenzielles? Ich klicke mich jetzt mal durch alle durch. Ein Typ 6 Transporter wahrscheinlich eher nicht. Wo ist er denn? Ach, hier vorne. Boah, da unten ist so viel los auf der, auf dem Radar. Eine Eagle, Systembehörde. Oh, noch eine Python. Die ist auch hier unten. Oh, guck mal, da wird... Oh ja, oh ja. Ich glaube, die beschießen alle die Python. Kann das sein? Die hat nur noch 94%. Ich kann es nicht lassen. Ich gehe da jetzt auch noch mit drauf. Oh, guck mal, hier rechts wird auch noch gekämpft. Da ist noch eine Python unterwegs. Was ist denn hier los? Ganzen Big Ships sind hier gesucht. Das ist ja sehr geil. Aber das ist echt super, dass wir jetzt auch mit Kopfgeld jagen so ein bisschen mehr Geld machen können und auch anscheinend ein bisschen schneller. Zumindest hier im Abbaustandort. Das ist ja unfassbar. Kann ich euch nur empfehlen. So, komm schon, Platz endlich. Hier war noch eine andere. Vielleicht kriegen wir die auch noch mit nochmal 26.000. Ja, war doch noch. Nee. Hier, die Python. Das ist doch die andere, oder? Auf die gerade geschossen wird. Ja, das sieht ganz danach aus, wenn ich gerade nach dem Radar gehe. Komm schon, scan die mal eben. Ach, guck mal. Die haben sie gerade aus die Schilde weggeschossen. Dann nehmen wir die auch noch schnell mit. Geil. Da können wir auch mal unseren Kampfrang steigern. Ey, das ist ja echt saucool. Oh, hier, der Typ 9 Transporter geht mit drauf. Geh mal weg, ich will dich nicht abschießen. Das ist ja lustig. Boah, jetzt haben sie die eingekesselt. Ey, leck mich am Arsch. Ey, wisst ihr was? Wir haben da schon so viel drauf gegeben. Ich geh mal kurz raus in die Kamera. Boah. Guck mal, was da los ist. So, ganz möchte ich sie aber nicht um mich rumschweben haben, ohne dass ich was machen kann. Man weiß ja nie, man kann schneller am Arsch sein, als einem lieb ist. Wie ich ja selber schon ein paar Mal feststellen musste. Man denkt, ach, alles okay, alles unter Kontrolle und dann hängst du da und bist tot. Nochmal 21.000. Wir haben knapp 200.000 hier gemacht. In der Folge haben wir vielleicht noch einen, da machen wir die 200.000 voll. Nee. Oh, doch, oh, zwei Anacondas. Davor war noch eine, die habe ich aus Versehen schon weitergeklickt. Auch wieder in einem Ding unterwegs. Zumeist harmlos. Gesucht. Und die Sidewinder wahrscheinlich auch, oder? Guck mal, da schießen schon die ersten auf die Anaconda wieder. Ja, okay, wir nehmen uns mal die Sidewinder vor. Prügeln die erstmal runter. Damit die Anaconda ihren Geleitschutz verliert. Sind auch nur die beiden Schiffchen. Ah, hau nicht ab. So, das war's mit dir. Wo ist denn jetzt die Anaconda hin? Ja, ich hätte sie mal angreifen müssen, dann hätte ich sie rot gehabt unten auf dem Radar. Die müsste das sein, oder? Was gab denn gerade die Sidewinder 2000 oder so? War das die hier? Nehmen wir mal mit. Experte, The Big Kaploski. Das ist ja schön. Ach, guck mal, hier oben wird auch noch rumgekämpft. Was ist denn da noch am Arsch? Oh, oh, die Anaconda meinte ich eigentlich. Jetzt haben wir zwei. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Wir nehmen uns erstmal die vor. Oh, scheiße. Nein, nicht wie weg. Denn hier gehen mehr drauf und die andere nehmen wir dann. Da haben wir heute wieder mal eine richtig geile Kampfepisode. Ja, die andere, die fistet uns gerade ein bisschen von der Seite. Habe ich gerade Fisten gesagt? Ich meinte Fisten, ja. Düppelwerfer. Oh, 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 Felsbrocken. Alter, was ist denn hier los, ey? Da wird übel rumgekämpft. Ich gehe kaputt. Mal kurz ein bisschen. So,
Schildzelle ist gezündet und auch ein Düppelwerfer nochmal. Das ist ein bisschen blöd, wenn man zwei Anacondas gleichzeitig angreift. Da ist jemand, ich betone jemand, ist übermütig geworden, aber die Schildzelle, die macht gerade voll ihren Dienst. Das ist super. Und die hier ist ja gleich breit. Ich glaube, ein oder zwei Schildzellen haben wir noch. Wir haben das zwei benutzt. Habe ich den einen gerade getroffen, der hier durchgeflogen ist? Nee. Komm schon, jetzt geh kaputt. Nein, 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 nicht so nah ran, wenn sie explodiert. So, das war's. Nochmal 21. So, Freundchen. Oh. Jetzt habe ich nochmal eine Schildzelle gezogen. So, jetzt lädt sie gerade auf. Da hören wir's. Uiuiui, die hat ein bisschen mehr. Die ist ja auch Experte. Ich hoffe, die Freunde hier, die helfen uns. Oh, da ist noch eine unterwegs, oder was? Oh, Leute. Komm her, Bad. Schabowski. Mann, ich sterbe auch blöd. Jetzt gibt ein bisschen Gas. Ich habe nochmal eine Schildzelle genommen. Eine müssten wir da noch haben. So, ich fliege jetzt erstmal so ein bisschen hinterher, wo sie uns kurz nicht treffen kann. Kann sie doch durch ihre Geschütztürme oder was? So, jetzt. Oh. Ja, endlich. Boah, meine Fresse. Bin schon mal froh, wenn das Schild erstmal weg ist. Oh, 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 oh. Also wenn sie unser Schild wegnimmt, dann könnte sein, dass wir ein bisschen mehr aufpassen müssen. Scheiße. Ich gebe mal kurz wieder auf die Systeme. Versuche mal gerade ein bisschen irgendwie so ein paar Manöver zu fliegen. Mit abhauen und so. Also nicht komplett abhauen, aber oh, ich glaube, da hinten wird dann auch auf eine andere Anaconda. Haben wir noch eine Schildzelle geschossen? Oh, fuck. Das war nicht so schlau. Wir sind auch die einzigen, die mit der kämpfen, kann das sein? Scheiße, unser Schild ist gleich breit. Ich habe keine Schildzellen mehr dabei. Scheiße, gleich ist es tot. Nein, 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 bitte halt noch. Komm schon, lass mich nochmal kurz wegboosten. Nicht das Schild. Ah. Boah, noch reicht's. Ich glaube, wir haben gerade einen schönen Abstand von der 4 Kilometer. Müssen mal kurz warten, bis sich unser Schild wieder aufgeladen hat. Ich hoffe, es hat keiner eben einen Drehwurm bekommen. Oh, guck mal. Ah, da schießt sie schon wieder von hinten. Die verfolgt uns jetzt. Soll mir auch recht sein. Ich nehme die auch alleine auseinander, aber ich will erstmal das Schild wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Dreht sie um? Nö. Ich drehe mal ganz unauffällig unten in das, ich nenne es jetzt mal Kampfgebiet. Nicht in den Abbaustandort, sondern ins Kampfgebiet ab. Das müsste da hinten, war das doch irgendwo. Da ist es. Guck mal, wie weit wir weg sind. Da wird immer noch rumgefightet. Bin da kurz entgegengeflogen, weil ich halt gedreht habe. Ach, komm schon. Die kriegt zwar jetzt auch ihr Schild wieder. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Sieht ja noch ganz okay aus mit unseren Modulen. Wunderbar. Ja, die verfolgt uns. Ist okay, da schleppen wir die hier mit. Wo vielleicht der ein oder andere NPC auch noch mit drauf geht. Was ist denn hier oben los? Hier oben wird gekämpft. Guck mal, die verfolgen die hier. Wie viel hatten die noch drauf? Neuling. Ist wahrscheinlich gleich tot. 22%. Okay, dann nehmen wir die noch schnell mit. Ja, ich weiß. Unsere Kabotski-Anaconda, die greift uns gerade wahrscheinlich schon wieder an. Aber vielleicht helfen die anderen uns dann, wenn die hier kaputt ist. 10% noch, 11% noch.
mit deinen Mehrfachgeschützen. Die helfen dir auch nicht weiter. Das war's nämlich für dich. Gleich. Also gleich. Ja, nochmal 27.000. Juhu! So, wo ist denn jetzt die andere? Herr Karbowski. Hat der auch Schaden von den anderen, oder? Boah, der zerflext uns gerade ganz schön das Schild. Gleich ist unser Schild weg. Jetzt ist es weg. So, ich mach mich vom Acker. Oh, warte mal. Da steht gerade günstig. Probieren wir es mal weiter. Oha, die anderen gehen jetzt auch mit drauf. Ich wollte gerade sagen, wir hauen jetzt ab, weil wir kein Schild mehr haben. Ich möchte ungern die 200.000, das sind jetzt schon mehr als 200. Nein, Clipper! Aber immer noch ein sehr schönes Schiff. Ungern die Kopfgelder verlieren. Lieber ja verlieren, wenn wir sterben. Puh, aber die kümmern sich gerade ein bisschen um andere. Daher geht's. Dadurch sind wir nicht ganz so sehr in Gefahr wie vorhin. Ja, wieder 100% Hitze erreicht. Oh, 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 oh. Oh, das ist natürlich super. Haha. Oh Mann. Das ist so doof. Aber eigentlich echt keine schlechte Idee, oder? So, sie dreht sich gerade weg. Da kommen wir wieder ein bisschen hinterher. Oh Gott, das ist so mies. Das ist so feige. Aber wir haben schon so viel gekämpft jetzt. Ich denke, das sei mir mal gegönnt, dass ich mal sowas mache. So, ich sollte vielleicht wieder ein bisschen auf unsere Waffen gehen. Ach, guck mal, die kann nicht mehr fliegen. Haben sie ihre Schubdüsen kaputt gemacht? Ja, doch, die fliegt schon noch. Okay, das war's dann gleich mit der. Ja, ja, ja. 90% haben wir noch. Oh, 88. Komm schon, jetzt geh endlich kaputt. 87. Greift ihr uns noch hier? Oh ja, Frameshift, das kannst du aber vergessen. Fräulein, komm schon, mach die breit. Oh, guck mal, wir haben so viel Prozent an. Nein, lass die nicht abhauen. Nicht ein Karbowski. Ich konnte gerade nicht feuern, weil wir 125% an Hitze hatten. Komm schon. Komm schon. Kommt schon. Feuert, Jungs. Aus allen Rohren. Ist mir jetzt egal. Alter. Wie viel 1% hatten die bitte schön noch? Mich verarschen. Ist mir jetzt egal, wenn ich jetzt gebraten werde. Hau die weg. Ja. Geil, jetzt haben wir auch wieder unsere Schilder online. Boah. 300.000, alter Schwede. Ich krieg mich nicht mehr ein. Unfassbar. Wir fliegen mal zurück und ernten die Früchte des Erfolgs. Huh. Es war echt schön. Also, boah, das hat ja mal richtig Bock gemacht. Ja, okay, ich denke mal, die Reparaturkosten werden nicht so wild sein. Wo müssen wir denn hin? Oh, genau. Kurz auf den Planetenring achten, nicht, dass wir da wieder eintauchen. Huh. Ich fasse es nicht. Wie viele Abschlüsse waren das jetzt? 400 noch was, oder? 470? 528, wenn wir die Kampfbelohnung mitzählen. Kampfgebiet würde ich jetzt auch gerne nochmal sehen. Nur leider gibt es hier gerade keins. Huh. Ich habe jetzt richtig Hunger bekommen bei dem ganzen Rumgekämpfe. So, gut. Gleich sind wir da. Also, das lohnt sich. Man hätte sich natürlich noch mal deutlich besser anstellen können, als ich das jetzt gemacht habe. Gerade hier mit der Energieverteilung und mit dem Schild und so weiter. Aber ich denke, wir haben ganz gut noch was abstauben können. Gerade als uns die zwei an der Können das dann so ein bisschen auf den Sack ging, als ich dann erstmal weggeflogen bin. Damit wir so ein bisschen Ruhe bekommen und das Schild heil bleibt. Ja, das Ding ist halt, wir haben halt nur die leichte Legierung drauf. Hier können wir leider keine
richtige kaufen. Hier gibt es halt keine. In Bacher-Niki Vision. Müssen wir uns mal irgendwo umgucken hier. Woanders, in einem anderen System, ob wir da vielleicht nochmal was finden. Dass wir wenigstens die Verstärkte oder den Militärkomposit draufpacken. Kostet ja, weiß man das gar nicht. 20 Millionen oder 19 oder so kostet der Militärkomposit. So. Huh. Mann. Das war eine geile Folge. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nachdem die letzten beiden Folgen davor nicht ganz so viel los gewesen ist. Huh. Jetzt kommen wir leicht qualmend hier an. Ich hoffe, die nehmen uns noch rein. Oder lassen uns noch rein. Landing Gear deployed. Danke. So, Landeplatz 28. Wir kommen. Ich achte trotzdem immer drauf, dass ich normal durchfliege. Mit der können wir ruhig ein bisschen mehr anstellen. Docking successful. Engines disengaged. Huh, endlich wieder heil in der Station angekommen. Ach Gott, hier nachladen, 6000, reparieren, 3000. Pff, ist ja lächerlich. Das ist ja echt sehr, sehr wenig. Ach, guck mal, hier können wir jetzt auch fürs Imperium das abholen. Okay, machen wir. Geile Sache. Oh, Imperium-Ruf ist gesunken, weil wir denen hier geholfen haben. Ja, das ist nicht so schlimm. Wenn noch sind wir wohlgesinnt. Coole Sache. Tja, ich bin jetzt erstmal fertig. Ich brauche erstmal was zu essen und zu trinken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War richtig geil. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag noch. Haut rein. Bis dahin. Ciao.